Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir meine Leseliste für den Monat April. Für den Monat Mai. So. Im April habe ich mich nicht wirklich an meine Leseliste gehalten, aber das lag eher daran, dass die Leseliste nicht gut durchdacht war und weniger daran, dass ich mich nicht dran halten wollte, wenn das Sinn macht. Aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, diesen Monat wieder eine zu machen und diesmal ist sie auch besser durchdacht. Und diesen Monat hoffe ich, dass ich mich sehr gut dran halten kann. Aber ich habe gedacht, wir fangen erstmal an mit den Büchern, die ich im Moment lese. Das sind Bücher, die ich halt schon angefangen habe im April, aber die ich halt jetzt immer noch lese im Mai. Und da ist einmal The Wicked and the Divine. Das ist eine Graphic Novel von Gillan McKelvey und Wilson Cowles. Und ja, da geht es irgendwie, also ich weiß noch nicht wirklich, worum es geht, aber irgendwie werden alle 90 Jahre die Götter wiedergeboren und die leben dann 2 Jahre und dann sterben sie. Und jetzt in dieser Wiedergeburt, also spielt jetzt vielleicht vor 2 Jahren, vielleicht vor 3 Jahren, aber so in der heutigen Zeit. Und ich glaube 2014 meine ich gelesen haben. Wie auch immer, auf jeden Fall werden die irgendwie wiedergeboren als Teenager und die werden dann Rockstars oder so. Irgendwie, ich weiß selber nicht genau, also wo bin ich denn jetzt? Ich bin schon irgendwie über die Hälfte, aber ich kann nicht wirklich erklären, worum es geht, aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, also ist ein gutes Buch. Oder Graphic Novel oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Dann gibt es noch das Lied der Freiheit von Ildefonso Falcones. Das stand letzten Monat schon auf meiner Leseliste, nur irgendwie bin ich nicht wirklich reingekommen in das Buch und deswegen lese ich das jetzt immer noch, aber jetzt wird es interessant und ich denke, ich werde es auch bald fertig haben. Und das war es eigentlich so, was ich jetzt im Moment lese, beziehungsweise es sind noch 2 andere Bücher, die so mehr oder weniger auf meiner momentanen Leseliste, also was ich gerade lese, sind, die stehen aber auf meiner Leseliste für Mai, deswegen komme ich da jetzt dazu. Ich habe 2 Bücher, die schon im April auf meiner Leseliste standen, die ich jetzt auch wieder drauf habe, weil ich es halt nicht geschafft habe, die zu lesen. Das erste Buch ist The Rose and the Dagger von René Adier, der zweite Teil der Rache und Rosenblüte Serie. Der zweite Teil heißt, nein, Rache und Rosenblüte, der erste Teil heißt Zorn und Morgenröte. Glaube ich, also irgendwie so. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Fantasy-Buch, das ist eine Nacherzählung von den Märchen aus 1001 Nacht, wo es eben um Shazi geht, die an den Kalifen Khalid verheiratet wird oder sie sich auch freiwillig dazu bereit erklärt, an ihn verheiratet zu werden, weil der immer jeden Morgen seine Frau umbringt und dann eine neue heiratet. Und nachdem Shazis beste Freundin dieser ganzen Geschichte zum Opfer gefallen ist, tut sie sich selber bereit erklären, weil sie sich rächen möchte, aber das funktioniert nicht so ganz, sonst hätten wir ja nicht nur ein Buch, sondern auch das zweite. Worum es jetzt hier genau geht, werde ich euch natürlich nicht sagen, weil sonst wisst ihr ja, was im ersten Buch passiert. Das zweite Buch, das ich auch letzten Monat schon auf meiner Leseliste hatte, war Traitor to the Throne, der zweite Teil der Rebel of the Sands Serie von Alvin Hamilton. Auf Deutsch heißt die Serie Armani und der erste Teil heißt Rebellen des Sandes, den zweiten Teil gibt es, soweit ich weiß, noch nicht auf Deutsch. Auch hier werde ich jetzt nicht wirklich sagen, worum es im zweiten Teil geht, aber im ersten Teil geht es um Armani, die aufwächst auch in einer Fantasy-Welt, die auch eigentlich so im orientalischen Bereich spielt, wo aber so ein bisschen so ein westlicher Aspekt drin ist, aber eher so ein wilder Westen-Aspekt, also nicht nur westlich, sondern wilder Westen. Was so kombiniert eine ganz interessante Welt ergibt und die möchte eigentlich nur aus diesem kleinen Örtchen, wo sie lebt, fliehen, ausbrechen, wie auch immer, um sich halt eine chancenreichere Zukunft selber zu gestalten und ja, was dann so passiert ist, nämlich sie landet mitten in einer Revolution und ich denke, mit dieser Revolution wird es hier im zweiten Teil nochmal ein bisschen heißer hergehen und ich freue mich schon wirklich darauf, den zu lesen. Dann gibt es noch ein Buch, das ich im Moment gerade schon angefangen habe. Das habe ich aber erst gestern am 1. Mai angefangen. Das stand auch auf meiner Leseliste und damit bin ich super im Zeitrahmen. Und das ist The Wise Man's Fear von Patrick Rothfuss. Das ist der zweite Teil der Kingkiller Chronicles. Soweit ich weiß, gibt es das leider auch noch nicht auf Deutsch. Und das höre ich als Hörbuch. Ich habe letzten Monat den ersten Teil gehört. The Name of the Wind hieß das. Das muss ich gerade überlegen. Und jetzt habe ich direkt mit dem zweiten Teil angefangen. Mir hat das erste Buch super gefallen und ich bin total gespannt auf das zweite. Worum es da geht, kann ich auch nicht so wirklich sagen. Also jetzt mal abgesehen davon, was vom zweiten Teil ist, aber auch so im ersten Teil, weil irgendwie geht es um Quoth, wie auch immer er heißt. Und er erzählt seine Lebensgeschichte.
Und die ist schon sehr interessant. Jetzt im Moment ist er ungefähr 16, 17, glaube ich. Und so wie man das schon so hört, wird er wohl zu so einem sagenumwobenen Held quasi, den aber alle Leute denken, dass er tot ist. Aber er ist nicht tot. Er ist nur einfach, er tut so, als wenn er irgendwie ein, oder was heißt, er tut so. Er ist ein Wirt quasi. Er hat sein eigenes kleines Wirtshaus. Und es ist so lustig, weil er springt immer so ein bisschen, also die Hauptgeschichte ist seine Geschichte, seine Lebensgeschichte, die er erzählt. Aber es gibt halt diese Rahmensgeschichte von ihm jetzt als Wirt in seinem Wirtshaus, der seine Geschichte einem Schreiber erzählt. Und immer wieder zwischendurch springt es von seiner Lebensgeschichte weg zum Jetzt, wie halt er als Wirt in seinem Wirtshaus sitzt mit dem Schreiber und er hat dann so ein paar Dauergäste, die halt immer wieder kommen. Und die erzählen sich halt auch immer Geschichten natürlich. Und die meisten Geschichten gehen über ihn, weil er ist ja wie gesagt zu so einem sagenmythenumwobenen Heldengestalt quasi. Und aber er ist ja wohl gestorben. Also sie wissen nicht, dass er derjenige ist, um dies in seinen, um den es in den Geschichten geht. Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Es ist eigentlich auch nicht wichtig für die Geschichte. Das fand ich nur irgendwie immer toll, zwischendurch so dahin zu springen und zu hören, wie sie, boah ja, und das ist passiert und das ist passiert. Und quasi zur selben Zeit oder im Kapitel direkt vorher hat man diese Geschichte, die die da so kurz ansprechen, von seiner Seite aus erzählt bekommen. Und das ist echt interessant. Hat mir echt sehr gut gefallen. Dann machen wir weiter mit anderen Büchern, die ich lesen möchte. Das ist das einzigste Hörbuch, das ich mir diesen Monat vorgenommen habe, weil das sind über 40 Stunden und mal sehen, wie weit ich da zurechtkomme. Dann das nächste Buch, das ich lesen möchte, ist An Ember in the Ashes von Sabaa Tahir. Das ist der erste Teil der An Ember in the Ashes Trilogie, glaube ich, das es auch auf Deutsch gibt. Und ich meine, das heißt Elias und Laia. Hoffentlich. Ich hoffe es. Ich glaube es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Elias und Laia heißt. Auf jeden Fall spielt das auch wieder irgendwo in so einer orientalisch angehauchten Kultur. Und es geht um Laia. Ja, also es heißt Elias und Laia, weil ich lese gerade, die Hauptperson heißt Laia. Die wird irgendwie, die hilft auch irgendwie Rebellen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, ich stehe halt im Moment total auf alles so orientalisch angehauchte. Tue ich eigentlich, habe ich früher schon immer, aber irgendwie ist es dann so untergegangen und durch The Wrath and the Dawn habe ich das so wiederentdeckt und jetzt will ich lauter solche Bücher lesen. Ja, dann geht es weiter. Ich habe mir diesen Monat mehr Bücher vorgelesen, aber ich schaffe theoretisch auch so viele Bücher zu lesen. Nur habe ich mir letzten Monat einfach die falschen vorgenommen. Das nächste Buch, das ich lesen möchte, ist Breakwater von Catherine Jones Payne. Das habe ich von NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ein High-Fantasy-Roman, in dem es wohl irgendwie um Meerjungfrauen geht, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Mehr weiß ich darüber nicht. Aber ja, ich bin gespannt, es zu lesen und zu sehen, was da so dabei rauskommt. Dann habe ich noch ein Buch von NetGalley, wo ich eigentlich noch mehr drauf gespannt bin und wirklich drauf gespannt bin. Das Breakwater, das hat sich interessant angehört und ich habe es angefragt, aber das hier ist eins, auf das ich wirklich gespannt bin. Und das ist The Fall of Shannara, The Black Elfstone von Terry Brooks. Und da muss ich jetzt leider gestehen, ich habe mir jetzt angewöhnt, bei NetGalley immer zu schauen, ob das Buch der erste Teil einer Serie ist oder ob es nicht doch irgendwie der zweite Teil ist oder so, was halt immer ziemlich ungeschickt ist. Und das ist der erste Teil, aber was ich jetzt im Nachhinein erst festgestellt habe, es gibt ja irgendwie 37 Shannara-Books oder so. Und es gibt halt die klassischen Shannara-Books, dann gibt es was weiß ich was für. Also es gibt Unterserien in dieser Serie. Und daher ist es natürlich nicht das erste Buch, auch wenn es das erste Buch in der Serie ist. Ich hoffe jetzt, ich kann das auch einfach so lesen. Ich werde es jetzt machen, weil ich werde nicht alle anderen 37 Bücher jetzt zuerst lesen. Deswegen ist es halt, wenn ihr komische Geräusche hört. Meine Katze hat gerade beschlossen, sie muss jetzt ihr Trockenfutter essen und sie muss es auch viel lauter tun, als dass sie das sonst tut. Deswegen hört ihr das natürlich, weil so muss es natürlich sein. Dann habe ich mir nur noch ein letztes Buch aufgeschrieben. Ich hoffe, ich schaffe das alles, aber wie gesagt, ich denke, es sieht gut aus. Und da sind wir wieder so beim Thema orientalisch angehaucht. Und zwar ist es The Star Touched Queen bei Roshani Chokchi. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, es ist richtig. Ja, auch darauf freue ich mich wahnsinnig und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, dass jetzt The Crown of Wishes, der zweite, der herausgekommen ist oder rauskommen wird, was weiß ich.
Auf jeden Fall soll das auch sehr interessant sein und ich freue mich schon total drauf, es zu lesen. Und das waren eigentlich alle Bücher, die ich diesen Monat lesen möchte. Ich hoffe natürlich, es werden mehr und ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwie noch irgendwo, auch wenn ich 5 von diesen Büchern nicht lesen werde, wird irgendwo noch A Court of Wings and Ruin reinkommen, aber ich habe es mir nicht vorbestellt und ich habe heute schon geguckt, es gibt es heute noch nicht in meiner Bibliothek. Wen überrascht das? Aber ich will das auf jeden Fall so schnell wie möglich lesen und eigentlich wollte ich es mir nicht kaufen, weil ich gerade nicht so viele Bücher kaufen will und ich habe auch die anderen noch nicht und eigentlich wollte ich, habe die anderen zwar gelesen, aber wenn ich jetzt den dritten Teil kaufe, will ich auch gleich die ersten 2 Teile kaufen und dann wird es wieder so teuer und wie auch immer. Hin und her, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich möchte das Buch so schnell wie möglich lesen. Jetzt ist nur die Frage, kaufe ich es mir doch? Gibt es es bald in der Bibliothek? Kann ich es mir von jemandem ausleihen? Wie auch immer. Deswegen steht es nicht offiziell auf meiner Leseliste, aber ich meine, es ist heute rausgekommen. Heute ist der 2. Mai, für die, die es nicht wissen, es ist heute rausgekommen und ich kann es gar nicht erwarten, oh Gott, Farrah Racine, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich habe schon Angst, es zu lesen, weil es dann vorbei sein wird, obwohl es ja Companion Novels geben wird, aber die Geschichte, so wie sie ist, wird abgeschlossen sein in dieser Trilogie und es wird halt Companion Novels dazu geben, aber ich bin gespannt und ich kann es gar nicht erwarten und ich freue mich schon auf so viele von diesen Büchern, ich freue mich echt wahnsinnig drauf, weil irgendwie diesen Monat waren die meisten, die ich auch so auf meiner Liste hatte, hatte ich dann gar keine Lust drauf, die zu lesen. Und dann war das so irgendwie so eine Arbeit, die zu lesen. Also ich habe sie ja dann auch nicht gelesen, habe einfach irgendwas anderes gelesen. Aber ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß jetzt, alle Bücher, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind Bücher, wo ich auch richtig Lust drauf habe. Weil ich stehe ja gerade im Moment einfach total auf High Fantasy und dann noch so viele orientalisch angehauchte Bücher. Und ich freue mich total und ich gehe jetzt, weil sonst wird das Video viel zu lang und es ist einfach sinnlos, weil ich euch alles Wichtige schon gesagt habe. Und das war's. Tschüss! Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich und gebt mir einen Daumen hoch und lasst mir einen Kommentar da. Und jetzt bin ich wirklich weg.